Hallo und herzlich willkommen hier zu Satisfactory. Ja, es geht wieder weiter. Ja, leider sind jetzt hier ein paar Folgen ausgefallen, weil ich keine Zeit hatte, eben hier was aufzunehmen. Ja, ein bisschen Stress zwischendrin gehabt jetzt hier und so. Und ich wollte natürlich nicht nach Folge 400 aufhören. Nicht, dass es jemand gedacht hat, es geht jetzt weiter hier. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Das habe ich ja wohl, das habe ich jetzt geändert hier, den Teleporter. Ihr habt jetzt einiges nicht gesehen. Das habt ihr einfach nur nicht verpasst, sondern ja, ich habe halt mal offscreen ein bisschen was gemacht. Und zwar unsere neue Kupferproduktion hier, wo wir anhand hier gemacht haben mit den ganzen Werken hier. Und das geht über Wasser hier praktisch, was mit produziert. Dass wir da mehr Kupferbarren rausbekommen, ja. So, und hier habe ich dann was Spezielles gemacht für die Rollen hier, dass wir diese Platten bekommen, die Kupferplatten. Ja, nee, die zwei Teleporter sind nicht miteinander verbunden, da ist nämlich die andere Produktion hier sogar, wo wir was hinliefern, genau. Also, ja, wir liefern da was hin, genau. Und das läuft nicht in den Teleporter, das ist nicht miteinander verbunden. Das könnte man zwar machen, aber warum sollte mir das? Das können wir so, wie es ist. So, also das war das Ganze, was ich zwischen rein gemacht habe, praktisch die kleine Portion. Und wir haben jetzt hier praktisch auch noch Kupferbarren übrig, weil wir die nicht alle verbrauchen hier. Das passt hier leider nicht zusammen. Aber ich habe mir halt gedacht, zwei von diesen Raffinerien, die hier Kupferplatten erzeugen, die passen da gut zusammen. Ich wollte es erst mal anders machen, aber dann merke ich, naja, warum nicht? Dann machen wir es tatsächlich, wenn es genauso viel Material produziert zwei Stück hier wie eben anders. Ich das jetzt gehabt hatte mit diesem Rest. Deswegen habe ich auch den Teleporter nochmal geändert, dass ich hier praktisch einen neuen Teleporter mit 3 eröffnet habe und so. Dass wir praktisch den einen Rest dann halt trotzdem wieder zur Verfügung haben. Ja, und damit produzieren wir jetzt hier unser Material hier, unsere Funksteuerungseinheiten. Ach, gerade ist, wo ich das Spiel da geladen habe, der Strom ausgefallen, warum auch immer. Ist das ein komischer Bug jetzt hier oder was? Das war nämlich schon mal so. Mal die Sicherung wieder reindrücken. Warum es da eine Überlast gegeben hat oder einen Einbruch, weiß ich nicht. Hoffentlich bleibt es drin. Weil sonst hätte er da wieder ein Problem. Ja, mir ist auch was aufgefallen. Ich kann jetzt gerade hier irgendwie nicht speichern im Spiel. Ich kann jetzt hier anwählen, aber es geht nicht speichern. Das ist eigenartig. Ist auch irgendwie Bug. Ich habe das Spiel dann zwischenzeitlich schon mal neu gestartet. Also wenn jemand weiß oder jemand das auch hat, einen Bug hier oder vielleicht auch eine Lösung hat, wie man den wieder beheben kann oder vielleicht kommt demnächst auch wieder ein Patch dafür oder so. Also ich kann momentan tatsächlich nur über die Autosave-Funktion sichern. Ja, dazu muss ich halt dann hergehen und das Intervall auf 1 Minute runtersetzen. Das ist mein Workaround jetzt momentan hier. Ja, ich verstehe nicht, warum es jetzt hier nicht speichern geht, manuell sozusagen hier. Gut, jetzt müssen wir mal schauen, mit der Produktion, die wir jetzt hier haben, da haben wir Funksteuerungseinheiten hergestellt. 9,375 Funksteuerungseinheiten. Für was haben wir die jetzt eigentlich hergestellt? Ich weiß es tatsächlich nicht mehr. So, was haben wir eigentlich da noch für eine Fabrik da? Da haben wir doch auch wieder irgendwas getestet. Ach ja, genau, da haben wir getestet, diese Funksteuerungseinheiten. Da, ja, okay, alles klar. Dann können wir das Fabrikgebäude auch abreißen. Ja, so, was hat man hier drin? Highspeed-Anschlüsse, genau, die gehen dann hier hoch. Jetzt gucken wir erstmal hier nochmal in den Plan rein, für was wir diese Funksteuerungseinheiten überhaupt nochmal brauchen hier, für was ich die gebaut habe. Weil ich habe es überhaupt vergessen hier generell. War das für Turbomotoren? Ich bin mir nicht sicher. Supercomputer? Ah, nee, war es nicht. Druckumwandlungsblöcke wollte bauen, genau. Das war es, glaube ich. Da brauchen wir nämlich diese verschmolzenen Rahmen und machen da Druckumwandlungsblöcke. Ja, das kann das Einzige sein, wozu wir die brauchen, genau. Aha, um eine Drohne zu bauen, braucht man es also auch. So ein Block hier, aha. So, gut, und dann haben wir die, wenn wir die Druckumwandlungsblöcke, heieiei. Ich rede da wieder zusammen. Druckumwandlungsblock, wenn wir das haben.
Was können wir aus dem machen? Ah, da können wir auch wieder Turbomotoren, seht ihr? Also das geht auch so. Allerdings braucht man da dann Stickstoffgas verpacktes. Okay. Interessant. Aber wenn wir die haben, was ist denn das hier? Entangled Particles? Hä? Was ist denn das? Aber das braucht man, um hier Contained Entangled Particles zu machen. Gibt es hier einen Übersetzungsfehler oder ist es irgendein Mod-Teil hier? Das kann natürlich sein, ne? Was ist denn das hier? Synchronized Summers Link Regulator. Das muss ein Mod-Teil sein, oder? So, auf jeden Fall hier da Plutonium-Brennstäbe wollen wir dann herstellen. Da brauchen wir den Druckumwandlungsblock, genau. Und da müssen wir dann diese ummantelnden Plutoniumzellen noch machen und dann haben wir das eigentlich. Dann haben wir unseren Plutoniumbrennstab. Die Frage ist nur, ob der halt besser ist, ne? So, ach, da brauchen wir auch wieder Kühlkörper für, um die herzustellen. Na gut, da kümmern wir uns im Takt 3 gleich drum. Jetzt machen wir erstmal hier eben weiter. Und für das braucht man auch für die nukleare Pasta, ja. Da braucht man dann Kupferpulver. Gut, das ist eigentlich kein Problem. Wir haben ja jetzt genügend Kupfer in Reserve. Ja, dann machen wir erstmal das mit diesen Druckumwandlungsblöcken hier, ne? Das wird in einem Fabrikator gebaut, okay. Fabrikator, das ist das mit den zwei Anschlüssen, das ist das hier. Fabrikator, das bauen wir jetzt einfach mal hier in Anschluss dran. Gut, lassen wir mal ein bisschen Platz hierfür. So. Hey. Ja, dieses Geräusch, was da jetzt immer kommt, das ist hier jetzt in dem Mod irgendwie mit dabei, hier von dem Anzug. Ich kann es irgendwie nicht deaktivieren, ich wüsste jetzt nicht gerade wie. Das ist ein bisschen nervig, also mich nervt es und es ist die ganze Zeit so macht hier. So, dann nehmen wir den hier. Allerdings weiß ich noch nicht, wenn ich das jetzt booste, wie viel ich da brauche. Bei den Funksteuerungseinheiten, wir brauchen 2 pro Minute, das ist eigentlich schon ganz viel. Und den Aufwand hier eben, was wir hier für das hier brauchen, also immer wenn ich hier klicken will, hier auf irgendein Gebäude, macht so. Das kann man mal amüsant finden am Anfang, aber ich finde es einfach nur noch nervig. So, okay. Kommen wir wieder Strom. Ja, so ein richtiges Verteilernetz habe ich hier halt auch nicht mehr, ne? Es ist so ein bisschen jetzt hier mittlerweile schon wild geworden. 8 von 10. Können wir das Ganze mal hier. Ja, die Leitung ist nämlich zu lang. Können wir das Ganze hier mal vorlegen, würde ich sagen. Hier zwischen rein einfach mal. Dann machen wir den Mast größer. Farbe ran. Dann hat das alles hier Hand und Fuß. Zur Verbindung. Okay, verschmolzene Blöcke habe ich ein paar in der Tasche. Die kann ich hier mal reingeben und Funksteuerungseinheiten habe ich die auch. Ne, sonst wird es ja da oben relevante Gegenstände angezeigt werden. Aber wir haben ja hier jetzt welche. Beziehungsweise wir machen hier gleich eine Verbindung rüber. Wie viel braucht der hier? 2. Das heißt, wir können hier mit der Logistik mit einem Förderband ein weitermachen, ja. So. Okay. Ja, das läuft halt relativ lahm, aber naja. Wie gesagt, man braucht ja nicht so viele. Wir werden es gleich sehen, auf was das jetzt hochspringt, wenn der hier anfängt zu arbeiten. Jetzt braucht er 5 pro Minute. Okay, das bedeutet, ich könnte, wenn ich das bisschen drossel, da 2 solche Fabriken dran arbeiten lassen. Und wir machen ja 2,5 Druckumwandlungsblöcke pro Minute. Das ist ganz schön viel. Was heißt, nee, es ist nicht ganz schön viel, es ist ganz schön wenig, wollte ich eigentlich sagen. Okay, und dann brauchen wir noch die anderen Dinger da jetzt hier. Wo haben wir die verschmolzenen Blöcke gebaut? Ich glaube ganz da vorne, ne? Nee, das kann auch nicht sein. Quatsch, haben wir eben nicht. Die verschmolzenen, die werden hier gebaut, genau. Und werden hier gelagert, genau, das ist voll. Das ist überhaupt kein Problem, das hier anzuschließen. Gut, aber ich glaube, wir machen wirklich 2 von den Fabriken hier hin. So, da extenden wir das einfach sozusagen noch einmal.
Farbe ran. So, genau, das hat er kopiert. Ich hau hier die Zellen rein. Allerdings muss ich das jetzt dann gleich ein bisschen zurückschrauben. Weil wir ja nicht so viele Funksteuerungseinheiten haben. 9, irgendwas produzieren wir dann, ne? 9,375, das ist ein ganz blöder Wert. Mal die Zielproduktion mal auf 2,3 zurückschrauben. Mal schauen, was dann passiert. Weil wir müssen gucken, dass wir den Wert kleiner bekommen. Lass mal den, sagen wir mal, auf 4,7 oder sowas runterregeln. Ja, das ist schon ein bisschen zu wenig jetzt hier. Dann gehen wir mal auf 2,4. Weil das wären jetzt nur 8. Ne, 9,2 jetzt hier, wenn ich da zwei Werke habe. 9,7? Ne, 9,7 ist dann eigentlich schon wieder zu viel. Na, jetzt sind es 4,8. Das wären dann 9,6. Das ist zu viel, ja. Dann müssen wir hier auf die Zielproduktion von 3,35 mal schalten. 2,35 natürlich, ja. So habe ich es gemeint. Es dauert halt immer einen Moment, bis das hier wieder gebaut ist. Aber da zeigt es mir, glaube ich, die Kommastelle gar nicht an, ne? 4,7. Aber 4,7, das sind dann 9,4, ne? Das passt halt nicht ganz genau. Ansonsten machen wir es halt wirklich so, dass man das, aber wir machen nochmal einen Versuch. Ups. So. Gehen wir noch so um 2% runter. Dauert noch einen Moment und dann sehen wir es gleich. Warum passt das, wenn ich das booste, nicht aufeinander? Vielleicht gibt es eine andere Produktion, die genau zusammenpasst. Jetzt haben wir 4,66. Das wären... Ja, das könnte ungefähr hinkommen, ne? Ah, das macht dann hier doch ja hier mehrere... Na, dann gehen wir mal hier tatsächlich. Jetzt will ich es wissen. Jetzt will ich es wissen tatsächlich. Das könnte wirklich hinkommen, wenn wir es so lassen. Also so geboostet hier, dann könnte es hinkommen. Jetzt kopiere ich das Rezept da drauf. Na, läuft. Dann haben wir praktisch die Produktion hier dann ausgereizt haben hier. Und jetzt brauche ich hier einfach noch ein... Ein Splitter. So, das Problem habe ich halt wieder, dass ich jetzt hier wieder nicht am Raster ausrasten kann, hier praktisch. Also das muss ich aufs Band und dann rutsche ich da mal weg hier. Das ist ein bisschen, was ich ein bisschen nervig empfinde. So, hier mache ich es jetzt tatsächlich mal so mit einem Band hier. Die ganze Sache hat... Nee, hat sie eigentlich nicht. Aber trotzdem, ich werde hier gleich nochmal eine Verbesserung machen. So, okay. Habe ich da irgendwo? Nee, habe ich nicht. Dann nehmen wir uns das Band eben hier. Ich mache hier ein MK2 raus. Praktisch doppelt so schnell hier zuführen, hier das Ganze jetzt. Aber es bringt im Endeffekt ja eh nichts. Aber wir wissen, es muss jetzt ja erstmal beladen werden, das Ganze ist klar. Wir wissen dann, dass es hier natürlich so ist, dass man da immer ein bisschen schneller einen Zulauf macht, eigentlich korrekterweise. Aber im Endeffekt ist es hier, wird es genauso so lang hier mit dem 1er-Band. Ne? Weil wir ja nicht so viel verbrauchen dafür. Aber ich wollte es einfach mal so machen, wie gehabt. Ach so, das läuft jetzt nicht, weil wir hier noch keine verschmolzenen Dingens da drin haben. Gut, dann müssen wir die verschmolzenen Dingens eben daher bringen. Hm.
Ja, das machen wir mit Förderliften hier. Wie viel braucht er von den Würfeldinger da? Einer. Ne, das stimmt ja gar nicht. Zwei, oder? Ja, zwei kommen ein paar zerdrückte hier. Ja, da können wir mit dem Einserlift hier arbeiten, auch wenn das sehr lahmarschig aussieht immer. Warte mal, wir machen den so rum. Ah, ich sehe hier schon einen Fehler. Der ist zu hoch. Der soll nicht komplett ausgefahren sein. Okay, jetzt kommt da drauf ganz einfach ein Kopf nachher hier. Aber brauche ich dann Splitter? Ja, da brauche ich wieder einen Splitter. Oder aber ein Splitter, also da kommt praktisch hier ein Kopf drauf. Na, warum geht denn das jetzt hier gerade wieder nicht? Doch, es geht. Man muss nur genauer zielen, dann geht alles. So, den hier so rum. Ich meine, da brauchen wir ja auch nicht viele Teile, ne? Vielleicht zeige ich auch hier ein MK1 reinzubauen. Und jetzt müssen wir hier einfach noch die Leitung hinlegen. Das wird hier wahrscheinlich zu lang werden, von da bis da. Ja, wenn ich ja da oben schon die. Da können wir es ja ungefähr sehen, die Abmessung. Das sind 6 bis 7 Foundations hier, der Platz. Und von da bis dort, das ist zu viel, ja. Gut, dann müssen wir in der Mitte eine Stütze bauen. Jetzt muss ich nochmal schauen. Wie viel ist denn das hier? Müsste die Stütze dann hier hin. So genau zwischen da. Also wir gucken mal. Wir sind hier. Na, nicht ganz, aber 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich mache mal Folgendes. Ich baue zwei hin. Einmal da eine. Einmal hier. Ich noch mal wissen, das müsste eigentlich schon die Höhe sein dann, oder? So. Das geht auch, okay. Ah ja, gut, das geht klar, ne? Dann können wir vielleicht sogar noch ein Stückchen weiter vorfahren damit. Probieren wir es mal hier. Ah ne, da wird zu lang. Okay, ja, jetzt sehen wir auch, wie weit das im Endeffekt reicht. Ne, dann sind wir da schon richtig. Gut, man muss bedenken, der muss ja hier eine Kurve bauen. Das ist ja schon ein bisschen vom Band dann verschenkt, was man so will. Dann ist es natürlich vollkommen okay, so. So, und jetzt müssen wir von dem dahin. Jetzt gucken wir erstmal. Also wenn 1, so hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Foundations. Jawohl, das würde ja passen. Allerdings müssen wir jetzt hier. Ja, was heißt müssen? Es wird ja drauf hinauslaufen, dass es halt wieder krumm wird, ne? Warte mal kurz auf den Autosave, der jetzt gleich kommt. Ja, mitten in der Animation hier gespeichert. Ja, ich könnte es wirklich jetzt so schräg rüberlaufen lassen, aber ihr wisst, ich mag das nicht. Also wenn es anders möglich wäre. Wäre mir dann das lieber. Mal schauen, ob ich da eine einigermaßen vernünftige Kurve hinbekomme. Ah ja, die lässt sich doch anbieten. Jawohl. Perfekt. Damit bin ich zufrieden. Passt doch.
Ja, manchmal denkt man, das ist irgendwie schräg oder schief. Aber das ist dann nur so der Knick in der Optik, der berühmt-berüchtigte. So, da denkt man, die stoßen hier aneinander, ne? Das ist ja witzig. Aber das ist doch beides das gleiche Band. Übergang hier ein bisschen ein Problem oder was? Gut, es wäre mal neu, dass jetzt hier zum Beispiel Sachen vom Band fallen können, ne? Das wäre natürlich witzig, aber naja, gut. So, jetzt haben wir die Druckanwandlungsblöcke. Haben wir schon 27. Also machen wir ungefähr 5 Stück davon, ne? Aber da wir halt nicht voll boosten können, wie gesagt, könnten wir schon, aber es wäre halt, irgendwann hätte man tatsächlich ja so einen kleinen Flaschenhalt, also einen minimalen, ne? Und den wollte ich einfach vermeiden, dass wir eigentlich immer die konstante Rate auf dem Band haben hier. Jetzt können wir zum Spaß einfach mal das Ganze hier durchmessen. Also 20 werden hier injected. Und hier diese 4,68 die Minute wird verbraucht hier. Das muss ich hier mal kurz nochmal messen. Also wir brauchen 9,36 die Minute. Jetzt haben wir es eigentlich genau den Wert. Und wir stellen her 9,375. Also ein bisschen mehr, wie wir brauchen. Aber da ist es eigentlich egal. Mehr ist immer besser wie zu wenig. Da bin ich ganz mit einverstanden mit dem ganzen Thema hier. So. Also. Druckanwendungsblöcke haben wir und das läuft hier. Jetzt müssen wir mal kurz in den Space Lift reingucken, ob wir diese Druckumwandlungsblöcke eigentlich auch da drin brauchen. Ah, da sind wir schon ganz schön weit weggekommen, ne? Ja, das schwebende Feld hier. Das sieht sehr komisch aus. So, was ist denn das hier? Nukleare Pasta ist das, ne? Ach, och Mann. Na gut, die müssen wir jetzt herstellen, klar. Aber wir brauchen ja die Druckumwandlungsblöcke auf unser Plutonium-Ding hier. Also gut, wir müssen jetzt einfach mal schauen, dass wir dann ein Stück abzweigen. Dass wir vielleicht erst einmal aus dem Atommüll, was wir haben, jetzt erst einfach mal nur so das Herstellen des Plutonium-Zeugs. Und dann eben die nukleare Pasta, wenn wir da dann. Ja, ich weiß jetzt noch nicht so richtig, wie ich es machen soll, ne? Weil da brauchen wir halt nur 1000 von den Dingern, von den nuklearen Pasta-Dingern da. Weil ich bin mir gar nicht sicher, kann man diese nukleare Pasta, braucht man für irgendwas des Zeugs? Nukleare, ja, bestimmt später, ja, aber. Zum Beispiel hier für dieses Stabilized Summers Loops hier. Da wird Stickstoffgas frei, aha. Was bringt uns das hier überhaupt? Das ist doch. Nee. Ja, das ist von dem Anzugsmod. Okay, alles klar. Ja, dann habe ich nichts gesagt haben. Da habt ihr natürlich auch wieder vollkommen recht, dass meistens diese Mod-Sachen ja auf Englisch hier geschrieben sind. Und ja, dann ist es tatsächlich Mod-Teil. Also dann brauchen wir das ja tatsächlich bloß hier für die nukleare Pasta. Brauchen 200 Kupferpulver hier. Und naja, gut, da müssen wir jetzt mal schauen, wie schnell wir das zusammenbekommen. Dieses. Na, ja, 1000 von den Dingern hier. Oder wollen wir das zuerst bauen und dann später die Nuklear-Plutonium-Dinger? Ja, und dann lassen wir das schon mal vorbereiten. Ich weiß halt auch noch überhaupt nicht, in welchem Vermögen das Ganze, ja, wie das, in welchem Verhältnis hier so ein Plutonium-Brennstab hergestellt wird. Und so weiter, ne? Ich meine, ich kann das nachgucken. Plutoniumabfall. Nee, das interessiert mich nicht. Brennstab.
Na geh, Leute, sagt nicht. Ah ja, wir hätten das tatsächlich auch so machen können. Ne? Aber wir haben uns da dafür entgegengeschieden, dass wir das anders machen, dass wir es so machen. Also da brauchen wir 20 ummantelte. Ist das Rezept hier besser dann? 0,25 pro Minute und hier? Ne, das gleiche. Aber da braucht man mehr von diesen Zellen hier, ne? Dann ist das hier praktisch wieder sparsamer. Da braucht man zwar auch einen ganzen Stall. Ja, es ist nicht immer so, dass das Alternativrezept natürlich besser ist. Manchmal ist es auch umständlicher, ne? Ja, ich weiß jetzt auch nicht. Also er braucht dann jeweils einen so einen Block. Gut, wenn wir fast 5 herstellen, dann könnten wir, wenn wir genügend von diesen Zellen haben, ja, sagen wir mal so, ich rechne mal mit 4, dann könnten wir hier praktisch einen Plutonium-Brennstab pro Minute herstellen, ne? Also mit 4 Fabriken. Wenn wir natürlich hergehen, eine Fabrik nehmen und die boosten, wie viel ist denn das hier? Also 0,25 die Minute, wenn ich das mal 100%, dann wäre ich ja bei 0,5 Stäben die Minute. Ich schätze mal, dass wir es dann auf ja, so ungefähr 3/4 Stäbe die Minute haben hier, ne? Aber dann brauche ich natürlich klar auch mehr Material. Es ist vollkommen klar. Man zeigt ja hier eigentlich nur das Standardrezept an. Ja, die Sache ist halt, es wird die, ne? Ja, wir machen es einfach mal so, dass wir jetzt hier hinten oder hier vorne die Menge einfach wieder zusammenfassen. So, da brauche ich wieder, was brauche ich denn? Brauche eigentlich wieder Splitter oder beziehungsweise könnte ich auch Mercher bauen. Einen zumindest und das dann zusammen mergen. Ne, wir machen es mit Splittern. So, dass ich das hier dann wieder zusammenfasse hier. Also ich fange da den hier so rum an. Ne, Schwachsinn, das geht ja gar nicht. Wir brauchen natürlich Merger. Ach man, es ist spät. Also das heißt der Fusionator hier. Mal den. Ne, wir machen den so. Genau, dass wir gleich 2 bauen. MK5-Band ist ja total überdimensioniert, tatsächlich. Das muss nicht MK5 sein. Das eigentlich jetzt auch nicht. Ja, ich lasse es jetzt einfach, wie es ist. So. Habe ich jetzt das Zeug in die Hand gekriegt hier, oder wie schaut das aus? Ups. Lalalala. Ich will ja auch gar nicht mal dran denken, was da noch irgendwann kommt in Zukunft, wenn das Spiel noch weiterentwickelt wird. Also Update 5 irgendwann kommt ja und so weiter. Da ist auch schon ein bisschen was erzählt worden, was da so möglicherweise alles kommt. Ne? Da drücken wir uns Blöcke. Wir haben keinen in der Hand, alles klar, okay. Ja, ich würde jetzt einfach in den Teleporter reinpacken, die Druckumwandlungsblöcke und dann ist gut. Dazu möchte ich ja mal einen kopieren. Ich habe jetzt keinen Bock, den zu suchen gehen hier wieder. So, zack. Oh, sieht schöner aus. Aber ist eigentlich ganz und gar unnötig, einen MK5 zu bauen. So, jetzt stellen wir da mal ein. Druck. Um. Wann. Lungs. Ja, mehr oder eins ist egal. Machen wir Block. So. Ach, verdammt, schreibt er gar nicht.
See. Da wollte man ein O rein haben. Und so, save. Ja, ist ein sehr langes Wort. Möchte ich nicht fünfmal hintereinander schreiben müssen. Alles klar, das können wir dann in der Turmhöhle umwandeln hier. Also da können wir dann, beziehungsweise ja, das müssen wir vorlagern. Das geht ja da nicht mehr rein. Wäre auch einfacher, wenn wir hergehen und ja, ich überlege mir da was. Dass wir da irgendwo praktisch einen Bereich uns bauen, da an der Atomhöhle irgendwo. Wo wir das Ganze machen, weil ich möchte eigentlich hier ungern in die Base sozusagen Radioaktivität reinbringen. Obwohl uns es sich stört hier groß. Wir haben ja Schutz dagegen und so weiter, ne? Aber ja, es muss ja nicht sein. So. Jetzt könnte ich eigentlich dahin fliegen, ne? Die Atomhöhle, aber das ist ein ziemlich weiter Weg, was man so sieht. Wisst ihr was? Wir machen mal Folgendes. Der Mod da, dieser Remote Factory Mod, der hat auch noch eine Funktion. Ich lande mal ganz kurz hier. Weiß nicht, ob man, ob es nämlich so gut ist, wenn wir fliegen. So. Da mache ich mal mit RF. Wir brauchen ja diese Konsole nicht mehr unbedingt. Wir können es auch mit dem Konsolenbefehl machen hier. So, das Problem ist hier aber wieder, dass ich erstmal hier das Menü öffnen muss, damit ich hier die Maus habe, den Zeiger. So, und jetzt kann ich normalerweise... jetzt muss ich mal schauen, kann ich da... Ja, nuklear plant. Kann ich drauf zugreifen, okay. Oh, da sehen wir. Da sehen wir, schaut, dass da was arbeitet und was nicht arbeitet. Ja, da müssen wir nachgucken, weil hier ist, glaube ich, Müll zu viel. Dann beamen wir uns direkt mal zum Generator 8, würde ich sagen. Das geht hier über das kleine Icon. Ja, da der Müllslot ist voll. So, okay. Jetzt habe ich wieder einen Bedienungsfehler hier gemacht bei dem Ding hier. So, ja, da geht wieder so schnell die Masken hier viel da raus. Aber ich glaube, das habe ich eh so eingestellt, dass wir die gar nicht verbrauchen, oder? Ah, doch. Ja. Ich glaube, das stelle ich tatsächlich auch irgendwann mal um, weil ich finde es so umständlich. Da müssen wir wieder neue Jodid-Filter machen. Ja, ich weiß, warum hier das eine Ding voll ist. Weil hier alles voll ist. Ja, bloß eine Frage hätte ich. Warum? Warum läuft das hier dann noch das eine hier? Ach so, weil... Ja. Es wird wirklich Zeit, dass wir den Atommüll anders verwerten. Ne? Wir können den leider nicht wegwerfen. Ich kann es euch zeigen. Kann nicht zerstört werden, ja. Fixit verschwendet nichts, aber man kann auch nicht schreddern. Denke ich mal, oder? Kann man den schreddern? Wer es weiß, kann mir sagen, aber... Hm. Houston, we have a problem. Wir haben zu viel Müll. Hm. Ja, ich könnte hier noch einen oben drauf hocken, oder? So, ich habe das immer rechts, links gemacht, glaube ich. Jawohl. Ja, ah, ich muss das wirklich mit den Filtern hier machen, dass die nicht verbraucht werden. Weil ihr seht, wie schnell das hier in der Strahlung jetzt hier auch durchgeht. Und ich hatte gedacht, ich hätte eigentlich, ja gut. Ja, gegen Strahlung habe ich einen dauerhaften Schutz. Solange wie ich Strom im Anzug habe, solange da auch kein Problem. Ach, anscheinend ist da eine ein bisschen tiefer, weil das hier so schräg ist jetzt hier gerade. So, wir brauchen jetzt hier Förderlift. So. Geht es eigentlich nicht? Ich weiß, es ist echt nicht. Kann man eigentlich... Ach, man kann... Kann der Lift ja auch upgraden, genau, okay. Ja, aber es muss jetzt eigentlich gar nicht geupgradet werden, oder?
Ist die Frage, ob das hier jetzt dann wieder wegläuft hier, wenn das... Nee, wir müssen die ganzen Bänder upgraden, okay. Ja, dann machen wir es mal tatsächlich so. Wir machen jetzt mal hier MK5 Bänder hier dazwischen schon mal. Oder wir hätten hier auch eine Doppelbandverbindung machen müssen, ne? Aber ich glaube, damit können wir es genauso machen. Ich hätte echt nicht gedacht, dass das Lager so schnell voll wird hier. Ja, so viel zum Thema Endlagerung. Gut, ich weiß, dass jetzt die hier noch nicht geupgradet sind, die Förderbandlifte. Ja, nee, aber es hilft fürs Erste, dass wir jetzt hier genügend Kapazität haben. Ja, nee, ist klar, es hilft natürlich, weil das jetzt schneller leer läuft wie ja, durch das Filmverband, klar. Ja, das wurde sehr schnell hier übertragen, oder? Weil im obersten müsste jetzt eigentlich wieder voll sein. Nee, doch noch nicht. Nee, aber das tut sich noch ein einnivellieren sozusagen das Ganze hier. Alter Schwede. Ja, das war wahrscheinlich auch manchmal das Problem, dass... das Kraftwerk dann hier uns Probleme verursacht hat, oder? Ja, da ist es halt doch kurz vor 11:30, wenn wir so wollen, ne? Im ganzen Thema, ja. Ja. Nee, aber ich habe jetzt ernsthaft gerade keinen Bock, da das jetzt umzubauen. Wir werden uns jetzt wieder zurückbeamen. Wir haben hier auch eine Transporterplattform, wenn die noch da ist. Ja, die ist noch da. So. Ach so, das ist Festeinstellung hier, okay. Ja, gut, damit kann ich leben. Ich habe jetzt eigentlich nichts auswählen müssen. Normal kann man daraus auswählen. Aber das ist ein Modus A und Modus B und man kann praktisch von einer Position auch ein Fest gelegten Punkt ansteuern. Aber eigentlich war das nicht so eingestellt, aber es kann sein, dass ich es verstellt habe. Naja, weil ich könnte auch von jedem Teleporter zu einem anderen hin teleportieren, weil es praktisch nicht hier irgendwie eine Einwegverbindung ist, normal. Aber zumindest bequemer ist das Ganze schon, wie wenn ich jetzt hier wieder zurückfliegen hätte müssen. Und einen schnellen Jetpack habe ich ja nicht mehr sozusagen. Ich habe ja den Mod. Das war eigentlich kein Jetpack, das war eigentlich Flymod, Just Fly oder so, wie es geheißen hat. Und der war mir aber teilweise dann stellenweise viel zu schnell, ne? Hat sich dann irgendwo hingehauen, wo ich nicht hin will. So, ja, dann würde ich mal sagen, Kupferpulver, ne? So, wir schauen uns mal an, ob man das Kupferpulver... Kupferpulver... Das kann man nur im Konstruktor bauen. Okay. Der sagt 30 Barren zu 5 Pulver hier dann. Okay. Wir hätten ja hier noch einen übrigen Rest. Dann würde ich sagen, wir gehen an die Stelle und machen da dann los. Aber Leute, leider muss ich für heute Schluss machen. Ich sage erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Mehr gibt es natürlich beim nächsten Mal. Und ja, ich weiß noch nicht, wann das nächste Video kommen wird. Aber ich hoffe, dass ich wieder so langsam in den Rhythmus reinkomme. Und wenn nicht, ja, verzeiht bitte. Ja, tschüss, sagt euer Lego. Bye, bye.